Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, für unsere vor einer Woche vorgestellten 12 Hundkatzen haben sich leider keine Besitzer gemeldet. Die Katzendamen sollen nun in liebevolle Hände abgegeben werden. Interessenten sind im Tierheim willkommen. Heute stellen wir 3 gefundene Katzenkinder vor. Als erstes kommt ein schwarzes Katerchen an die Reihe, das am 16. November im Gothaer Westviertel auf dem Gelände der Regenbogenschule gefunden wurde. Das Morlo wurde etwa im Mai dieses Jahres geboren und ist Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen und lieb. Es sieht gepflegt aus, sodass man annehmen kann, dass es bis vor kurzem noch ein Zuhause hatte. Vielleicht war das Katerchen sogar eine Wohnungskatze, weil er nicht gern auf den Katzenbalkon geht, meine Tierheim-Mitarbeiterin Conny Herbel. Für diesen jungen Kater werden die Besitzer gesucht. Die zweite Vorstellung haben 2 Geschwisterchen, die in Gotha im Holzheizweg gefunden wurden. Die kleinen Mäulchen wurden ungefähr im September geboren. Obwohl beide schwarze Fellchen haben, sehen sie doch verschieden aus. Eins der beiden ist ein Langhaar-Mischling und ähnelt einem Wollknäuel. Wenn man sich hinter solch einem Wollknäuel gut verstecken kann, kuschelt sich das Brüderchen mit kurzem Fell bei Gefahr dahinter. Die 2 sind nicht an Menschen gewöhnt und deshalb sehr scheu. Jetzt kann man sie aber noch gut an ein Zusammenleben mit Menschen gewöhnen, sagt Conny Herbel, ihre derzeitige Pflegemama. Für diese niedlichen Mäulchen wird ein liebevolles Zuhause gesucht. Die Geschwister werden nur gemeinsam abgegeben, weil sich einer am anderen orientiert und Halt findet. Wenn sie größer und gut eingewöhnt sind, wäre ein Zuhause mit Freigang für sie schön, denn sie sind in Freiheit geboren. Mit diesen 2 Wonneproppen wird man täglich die pure Freude erleben. Und was gibt es Schöneres, als sich zu freuen?